Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer bei Hammerwatch. Wir sind in Akt 3 angekommen, den Archiven oder der Bibliothek. Sieht jedenfalls nach beidem so aus. Auf jeden Fall gibt es Bücher. Und da drüben haben wir sogar schon wieder eine Planke. Hm? Interessanter Ort. Hier sind auf jeden Fall schon mal Löcher im Boden mit noch mehr Büchern drin. Und neue Sachen zum Zerdeppern. Hm. Hier sieht es nicht so aus, als ob es irgendeinen Secret-Durchgang gibt. Okay, wir müssen uns hier jetzt wieder nach neuen Secrets umschauen. Und ja, mir ist beim Render der letzten Folge aufgefallen, als ich den Boss besiegt habe, habe ich ein Rüstungsupgrade, was er fallen gelassen hat, übersehen. Ja, das ist etwas blöd gelaufen, aber ich denke, wir schaffen es auch ohne. Wow, neue Bombe. Schleime wieder und Bogenschützen. Skelett-Bogenschützen. Soweit schon mal nichts Neues. So. Gucken wir, dass wir einfach alles weghauen. Hey, und sogar Kombo-Modus aktiviert. Sieht ja schon mal interessant aus, das Archiv hier. Auch wenn ich bis jetzt nicht viel erkennen kann, außer einen Haufen Büchern. Also geheime Schalter oder sowas scheint es nicht zu geben, aber neue Sachen zu zerdeppern. Keramikvasen. Juhu. Keine auffälligen Bücher, das würde sich hier nämlich auch anbieten. Nö. Und das hier ist auch nichts Unauffälliges, hä? Nö. Gut. Dieses Mal haben wir kein so ein Gebiet wie die Armory, wo wir so ein zentrales Ding haben, sondern wir müssen uns wieder wohl durchkämpfen. Also die Bosstür finden. Aber erstmal Skelette und Schleime loswerden. So, dann gucken wir mal. Hier sind zwar Tafeln. Oh, das hier sieht verdächtig aus. Ist aber auch wieder nichts. Hm. Wow, neue Gegner. Okay, Augen. Jetzt werden wir von Augen angegriffen. Okay, und hier scheint auch nichts Verdächtiges zu sein. Jedenfalls sehe ich nichts Verdächtiges. So, da ist wieder so eine Grube. Schleime. Und Augen. Okay, die Augen sind ja schon mal nicht besonders gefährlich. Der da schon eher. Aber durch mein Schild kommt er nicht durch. Okay, Goldtüre. Hm, da kommen wir nicht durch. Okay, das hier sieht aber jetzt schon verdächtig aus. Aber hier ist auch nichts. Oder ist wahrscheinlich der Schalter dafür da. Okay, ich muss ja sagen, die Augen halten schon mal ein bisschen was aus. Auf jeden Fall mehr als die Schleime. So, kommt ruhig her. So, ich mache euch fertig. So, Augen weg. Und da haben wir auch schon einen Goldschlüssel. Okay, mal gucken. Der wird wahrscheinlich für die Tür da oben sein. Eine andere Tür haben wir hier ja auch gar nicht. Okay, ein Goldschlüssel für einen Schalter. A passage has been revealed. Hier unten? Nö, da oben. Safe Point. Mäßig. Aber ich kann irgendwie mir nicht vorstellen, dass hier nichts ist. Aber hier ist wirklich nichts. Okay, diese Bücherei macht mich schon mal sehr paranoid. Merke ich. Wow, viele Augen. Und sogar größere Varianten. So. War schon mal interessant. Da oben ist ein Schalter. Vielleicht kommen wir mit dem zu der Truhe. So, Bombe. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen Bronzeschlüssel und einen Silberschlüssel.
um hier weiterzukommen. Ah, da ist ja schon was mit der Bronzeschlüssel. So. Eck mit den Augen. So, hier mit dem Bronzeschlüssel. Noch mehr Augen. Das ist irgendwie ein bisschen makaber, dass wir von Augen angegriffen werden. Beziehungsweise von Augäpfeln. Okay, die bewachen den Silberschlüssel. Mal gucken, was wir sonst noch hier so haben. Auf jeden Fall Augen. So, was macht das? Das öffnet etwas. Ah ja. So haben wir schon mal den Weg darunter geöffnet. Ah, sterbt einfach. Und ich glaube, das sind sogar Goldmünzen jetzt mal zur Abwechslung. Ja, die sehen definitiv noch etwas anders aus. Okay, wir haben da schon mal einen Gang geöffnet, aber mehr nicht. Jetzt müssen wir noch irgendwie den Weg darüber öffnen. Okay. Deswegen würde ich sagen, wir machen erstmal hier auf. Und uns den Silberschlüssel. Sterbt ihr Augen. Silberschlüssel, Silbermünzen. Und dann machen wir hier auf und gucken, was der Schalter macht. So. Also erstmal haben wir hier eine Vendor-Münze. Die sind immer gut. Und ja, genau, Goldmünzen. Die dürften viel mehr wert sein als die Kupfermünzen, die wir bis jetzt eingesackt haben. Something happened. Ja. Dieses Something ist da unten die Truhe. Hm. Habe ich es mir doch gedacht, dass man die an die wahrscheinlich durch den Schalter da rankommt. Okay. Truhe mit Kristall. Wir haben schon wieder 15.000. Ja, das wäre ein bisschen zu viel. 1500 Gold. Und da geht es jetzt wohl da lang weiter. Hm. Also ja, wir müssen uns noch wirklich gut umsehen, ob hier nicht irgendwo noch ein Schalter ist, mit dem wir dann den Mechanismus aktivieren. Zum Beispiel hinter einer Bronzeschlüsseltür. Weil hier sehe ich soweit nichts mehr, was irgendwie seltsam aussieht. Und hier kommen wir auch nicht rüber. Nö. Hm. Es wird sicher noch was geben. Aber erstmal Augen loswerden. Und Schleime. So. Könnt alle auf einmal kommen. Sterbt ihr schneller. Und da oben ist schon mal wieder ein Goldschlüssel. Aber diese komischen Sphären traue ich nicht. Wow. Das war knapp. Ja, noch mehr Augen. Da freut sich der Optiker garantiert nicht drüber. Okay, diese Irrlichter sind Fernkämpfer. Oh, und sie stecken mich im Brand. So. Au. Ja, ist schon recht. Brenne ich nicht lang genug. So. Was ist das hier? Das sieht irgendwie komisch aus, aber es ist nichts. So, weg mit euch. Ja, noch eine Bombe. Wobei die ein bisschen gemeiner aussieht als die anderen Bomben. Was wir bis jetzt noch nicht hatten, waren Spawner irgendwie. Worüber ich ziemlich froh bin.
Nee, aber nichts zum Kaputthauen bis jetzt. Also abgesehen von Augen. So. Okay, da sind wieder solche Irrwische. Wow. Okay, die explodieren. So. Da müssen wir uns wirklich in Acht nehmen. Und ich sehe schon den komischen Boden da drüben. Nicht so toll. Das heißt, ja genau, da oben ist wieder ein Kriecher. Oder ein Stachelding. Genau. Das will uns stacheln. So, wahrscheinlich die falsche Tür geöffnet. So. Weg von den Irrlichtern, wenn wir sie getötet haben, weil sie dann explodieren. Genau. Aber wir haben eine kleine Schatzkammer hier aufgemacht, beziehungsweise einen Antiquitätenladen. Viele Vasen sind zum Deckern und Gold dazwischen. So. Alles einsammeln. Gut. Mana haben wir ja noch zu Genüge. Ah, Essen können wir einsammeln. Gut, damit haben wir die Tür auch geklärt und können uns hier weiter umsehen. Hier wäre auf jeden Fall noch was. Wow. Au. Genau, die Irrwische stecken uns in Brand, wenn sie explodieren. Das ist nicht nett. Naja gut, Gegner sind allgemein nicht nett. Ah, da haben wir schon mal einen Bronzeschlüssel. Wow, und sehr viel Irrwischfeuer. So. Gut, weg mit denen. Ich habe schon mal ziemlich schnell rausgekriegt, wie die funktionieren. Noch ein Irrwisch. Komm. Explodierst du. Ich habe aber langsam das Gefühl, ich bin schon zu weit weg von der Planke. Ich muss da was übersehen haben. Also erstmal weg mit den Augen hier. Und weg mit dem neuen Kriecher. Der sieht schon ein bisschen böser aus. So. So. Ein etwas böser aussehender Kriecher. Und sehr viel Zeug. Und ich dachte, wir wären die Kriecher hier los. Aber okay. Sind wir wohl nicht losgeworden. Und da wäre einfach ein Weg oben außenrum gewesen. Ja, ja. Okay, das ist auch ein tolles Rätsel. Und hier brauchen wir den Goldschlüssel. So. Lassen wir diese Irrlichter. Ich nenne sie jetzt einfach mal Irrlichter, auch wenn sie wahrscheinlich was anderes sind. A passage has been revealed. So, übers Feuer gehe ich nicht. Gut. Nettes Rätsel. Okay, es ist eine Passage aufgegangen. Irgendwo hier oben oder woanders? Nö, hier sehe ich nichts, was aufgegangen ist. Hat sich vielleicht was bei der Planke geändert? Gucken wir mal zur Planke zurück. Sacken unterwegs Mana und Leben ein. Jetzt hat der Band noch 2, 3 Krüge. Und? Nö. Ah, doof. Ich würde nämlich schon zu gern an das Zeug da rankommen.
Aber ich weiß nicht wie. Weil hier ist nirgendwo etwas, oder ich übersehe was. Oh. Das hat es mir jetzt vollgebracht, einfach eine Abkürzung frei zu hacken. Aber ja, jetzt wissen wir schon mal, dass es Bücherregale gibt, die wir zerhauen können. Auch wenn die nicht so leicht zu sehen sind. Gut, hier ist nichts. Hehe, genau dran vorbeigekommen. Aber hier ist auch nichts. Oder ist hier vielleicht noch was versteckt? Das hier sieht nämlich verdächtig aus. Nö. Absolut überhaupt nichts. Hm. Tja, dann weiß ich leider auch nicht, wie wir an die Planke rankommen. Höchstens, wir finden später noch einen Schalter, müssen ein Stück weit zurück. Das wäre dann übelstes Backtracking, aber was soll's. Weil hier ist ja nichts mehr, oder? Nö. Und hier auch nicht. Oder ich übersehe definitiv was sehr Offensichtliches. Na gut, ich habe eine Passage aufgemacht. Okay, erstmal die Irrlichter hier ausschalten. Wahrscheinlich hier. So. Und ich bin in der Explosion gewesen. Ja, au, au, au. So hätten wir auch das auch machen können. Ja, sehr freundlich. Okay. Weg mit dir. Weg aus der Explosion. Riesenaugen. Kleines Auge. Nichts zum Kaputtschlagen. Vendor-Münze. Etwas Leben. Und ein Kristall. Ja, wir kommen schon wieder gut an Geld. So, Save Point. Augen. Augen und Irrlichter. So, drei auf einen Streich. Na, du siehst etwas größer aus als das andere. Wow. Du lebst ja noch. So. Jetzt bist du aber tot. Okay. Ein Trankhändler und Lebenspunktehändler. Oh. Na, dich hätte ich beinahe übersehen. Okay, wieder so ein Spiel über Dings. Chancen. Und ich bin sicher, dort gibt es auch einen kleinen Trick. So, gucken wir mal. Ich laufe jetzt mal über alle Felder drüber. So. So, 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 so. Und krieg nur zwei Sachen. Lebenspunkte und einen Trank. Schade. Das hier ist wahrscheinlich wirklich, wirklich Zufallsprinzip. Ich dachte, ich könnte das irgendwie beeinflussen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall auch solche Secrets in den Bücherregalen. Nach denen müssen wir dann auch Ausschau halten. Ich weiß nur noch immer noch nicht, wie wir an die Planke rankommen sollen. So. Wow. Nekromanten.
komische Sterbeanimationen machen, wenn sie sterben. Obwohl, das waren keine Nekromanten, das waren einfach nur Skelettmagier. So, noch mehr Augen und eher Lichter. Und wieder explodiert. Naja. Das bisschen Schaden ist eher nervig, als dass es wirklich schlimm ist. Na, kommt her. So, ist hier was versteckt? Hm, sieht nicht danach aus. Wir sind schon wieder in der Nähe, aber ich glaube, wir kommen nicht mehr zurück zu der Planke. Außer es gibt einen Weg zurück und wir finden dort einen Schalter. So, jetzt will ich aber erstmal wissen, was machst du? A passage has been revealed. Aber nicht hier. Nö, das Loch ist auch immer noch im Weg. Oh, wahrscheinlich da oben. Ja, das hier sieht so aus, als ob es aufgegangen wäre.